Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Neverwinter. Wir sind in unserer Stronghold. So richtig strong sieht sie aber noch nicht aus, aber immerhin haben wir schon mal ein paar Wände. Wie auch immer, ich schwafel gerade und schweife ab. Ich sehe gerade, wir haben hier die Sägemühle. Sägemühle errichten, auf die Statusanzeigen für heldenhafte Begegnungen klicken, um weitere Informationen zu erhalten. Eure Gilde besitzt nun eine Festung. Schafft Baumaterialien, indem ihr heldenhafte Begegnungen abschließt und spendet sie an das Schatzlager. Sobald das Schatzlager über genügend Baumaterialien verfügt, könnt ihr euch zur Sägemühlenparzelle begeben, um eine Sägemühle zu errichten. Fertig! Na gut, dann wollen wir das tun? Die Frage ist, wie viel Zeit ich hier investieren soll, weil wenn ich das alles alleine machen muss, dann, naja, sind wir die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich beschäftigt mit dem Sammeln von Ressourcen. So. Klappern wir erstmal das hier ab. Ja. Komm mal her. So, die Festungsroutine. Festungsroutine hört sich ja so ein bisschen blöd an. Abenteurer, bei der Gilde gehen viele Hilfegesuche aus dem ganzen Land ein. Natürlich winken uns dabei auch ansehnliche Belohnungen. Sprecht mit dem Kleriker, der Schatzmeisterin und der Baumeisterin. Sie sind für die Hilfegesuche zuständig und haben sicherlich eine passende Aufgabe für jemanden mit euren Fertigkeiten. Okay, mach ich. Das hört sich schon so ein bisschen an wie, naja, Modul 6, ne? Wachsamkeitsaufgaben. Sprech mit dem und dem und dem und, mal gucken. Die Hafner ersuchen die Hilfe der Gilde, um in Gebieten entlang der Schwertküste den Frieden zu wahren. Könntet ihr ihnen dabei vielleicht helfen? Die Hafner auf unserer Seite zu haben, könnte sich als sehr hilfreich herausstellen. Hilfe für Drachenbrunnen bis zum Ende kämpfen. Scharander Unterstützung. Okay, also sie schickt mich dann in die alten Gebiete. Möglicherweise. Gucken wir uns das mal an, bis zum Ende kämpfen. Zum Gruße, Abenteurer. Der Aufseher hat eine große Belohnung für alle Mitglieder der Gilde ausgeschrieben, die in sogenannten Herrschaftskämpfen gegeneinander antreten. Er hat erklärt, dass ein Sieg in einem solchen Kampf von Charakterstärke und Entschlossenheit zeugt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dem Punkt zustimme. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer, woher er das Geld für die Finanzierung dieser Kämpfe nimmt. Doch er hat darauf bestanden, dass ich jedem gewillten Mitglied der Gilde davon berichte. Seid ihr daran interessiert? Okay, also ein PvP-Herrschaftskampf. Okay. Hilfe für Drachenbrunnen. Abenteurer, wir haben viele Hilfegesuche aus dem Drachenbrunnen erhalten. Seid ihr willens, dorthin zu reisen und auszuhelfen? Der Gilde wurden dabei mehrere wertvolle Ressourcen als Belohnung in Aussicht gestellt. Aha. 10 Abenteuerscherbe der Kraft. Lasst mich mal kurz, zum Aufseher gehen. So, Festungsübersicht. Details. Das sind doch diese Geschichten hier, ne? Abenteurer, Scherbe der Kraft. Und ich brauche davon 600. So, wenn ich also 10 bekomme für diese Aufgabe, muss ich diese Aufgabe 60 Mal machen. Das heißt, wenn ich das alleine mache, brauche ich 2 Monate, wenn ich das täglich mache. Hiervon brauche ich 2100. Achso, das ist die Nahrung, ne? Und hier brauche ich auch 600. 1100. Na gut, mit mehreren Leuten kann man das wahrscheinlich, naja, ich wollte gerade sagen, relativ schnell füllen. Die Frage ist, mit 2 Leuten brauche ich dann 1 Monat, mit 4 Leuten 2 Wochen, mit 10 Leuten vielleicht 1 Woche, und mit 20 Leuten 3 Tage, so nach dem Motto, ne? Aber was braucht man denn später? Sagen wir mal hier 10. Bei 10 bekommt man ja die nächsten Geheimnisse verraten, ne? Was brauche ich denn hier? Arbeitskraft, Stein, Einfluss, Feensegen, Holz. Ach, hier brauchen wir wieder. Abenteurer Scherbe der Kraft. 5300. Also 5300. Da ist man dann auch schon mit 20 Leuten, glaube ich, ganz schön lange dabei.
Na gut. So, komm mal her. Du hast auch was zu sagen, Baumeisterin. Guten Tag, Abenteurer. Ach, Genius der Zyklop. Herausforderung. Findet ihr nicht? Die Schatzmeisterin hat sich mit einem Problem an mich gewandt. Mhm. Sie und einige Arbeiter wurden im Feenwipfel von einem Zyklopen attackiert. Einem Zyklopen! Sie sind alle ungeschoren davongekommen. Doch dieser Zyklop streift immer noch durch den Feenwipfel und greift jeden an, der ihm vor sein Auge kommt. Wir brauchen die Hilfe der Gilde, um diesem Zyklopen zu verdeutlichen, dass er in unserem Land nicht willkommen ist. Okay, also Argenius den Zyklopen eins auf den Kopf hauen. Mal gucken, ob man das alleine machen kann. So, Reisender Magier. Ich glaube, der hatte nichts für uns, ne? Das war dieses super... Eine Frage der Drachen. Eine Frage der Drachen. Ah, Abenteurer. Seid gegrüßt. Ach so, annehmen oder nicht. Fangzahn des Drachenschwarms. Wusstet ihr, dass hier sehr gefährliche Drachen die Umgebung unsicher machen? Sie werden zweifellos schon bald ihr Augenmerk auf die Festung richten. Ah, bestimmt nicht. So, bis später. Auf meine Festung richten sie bestimmt kein Augenmerk. So, Kleriker. Oh, zum Gruße, Abenteurer. Ein weiterer Tag. Ja, ein weiterer Tag. Der Aufseher hat mich mit einer Aufgabe betraut. Doch wie nicht anders zu erwarten war, kann ich sie nicht alleine bewältigen. Ich wünschte, er würde mir nur Aufgaben erteilen, die ich auch selbst bewältigen kann. Könnt ihr mir dabei helfen? Ich wäre... dankbar. Dankbar? Okay. Gewölbe Lostmoths Hort. Lostmoths Hort. Und Grauwolfbau episch. Okay. Muss ich mir... Gewölbe? Craigmeyer-Gruft episch? Valindras Turm. Also die schicken einen im Grunde genommen nur in die alte Welt, in Anführungsstrichen alt, um dort die Sachen zu machen, die wir sowieso schon immer machen, ne? Gewölbe. Abenteurer. Die Gilde hat eine Aufgabe von der Allianz Jäger, der Fürsten erhalten. Gewölbejäger, Scherbe der Kraft. Es gibt etliche Gebiete in der Region, in denen sich Feinde versammelt haben und dadurch die Stabilität und Sicherheit im Umland bedrohen. Die Gilde wurde aufgefordert, sich um diese Angelegenheit zu kümmern. Okay, empfohlene Spielerzahl 5. Also ohne 5 Spielern geht's ja auch gar nicht. So, Graufwolfbau episch. Abenteurer. Die Gilde hat eine Aufgabe von der Allianz der Fürsten erhalten. So. Bis später. So, und du? Seid gegrüßt. Der Festung, Aufseher den will, Frieden dass ich ein paar Aufgaben erledige. Könntet ihr das übernehmen? Nein, das sind deine Aufgaben. Zum ich überwache dich Abenteurer. Nur. Abenteurer. Ich habe eine Aufgabe, die meine Fähigkeiten ein klein wenig übersteigt. Vielleicht könnt ihr ja helfen. Wir benötigen Hilfe dabei, dieses Gebiet vor Eindringlingen und den hier lebenden Bestien zu schützen. Der Aufseher hat ein sogenanntes Anreizpaket zusammengestellt und wird jedes Gildenmitglied, das beweisen kann, dass es dieses Gebiet ein wenig friedlicher gemacht hat, damit belohnen. Ich würde diese Belohnung liebend gern selbst einstecken, doch leider bin ich nicht besonders stark. Aber vielleicht wäre das ja was für euch. Okay, 100 Feinde besiegen, was gibt es da drin? Diese Truhe enthält einen der folgenden Gegenstände. Eine Verzauberung Rang 5. Yay! Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um 100 Feinde zu besiegen, aber eine Verzauberung Rang 5. Juhu! Dafür mache ich doch alles. Dafür mache ich stundenlang irgendetwas. Naja. So, und was hat er jetzt noch für uns? Die Festungsroutine abgeschlossen. Wieso abgeschlossen? Habt ihr eine schöne Zeit? Das hoffe ich jedenfalls, denn wir haben noch viel Arbeit vor uns, um die Festung auszubauen und hier draußen zu überleben. Ich werde hart dafür arbeiten und ich hoffe, dass ihr das ebenfalls tun werdet. In der Zwischenzeit benötigt die Schatzmeisterin weitere Hilfe. Sie sagt, dass es im Feenwipfel ein Problem gibt. Okay. Normalerweise würde ich das ignorieren, aber da sie über unser Gold bestimmt, will ich, dass ihr sie anhört. Gut. Quest abschließen. Für die Liebe zur Festung. Oh, Quests Abenteurer, über Quests. Wenn ihr und die Gilde in dieser Festung bleiben wollt, dann müsst ihr euch auch an der Instandhaltung beteiligen. Wenn ihr etwas entdeckt, das ihr für wertvoll erachtet,
dann bringt es zum Schatzlager. Ich werde entscheiden, ob es uns von Nutzen sein kann und euch besagten Gegenstand abnehmen. Schwupps. Wir werden diese Gegenstände verwenden, um die Festung immer weiter zu verbessern. Seid also nicht geizig. Enthaltet uns besser nichts vor. Wir kämen euch auf die Schliche. Ich spende entweder freiwillig oder gar nicht. Wir kämen euch auf die Schliche. Frechheit. So, ich habe gesehen, es ist gerade 12 Uhr geworden. Das heißt, wir können noch mehr Quests annehmen, oder wie? So, Charanda-Unterstützung. Die Gilde hat ein Hilfegesuch von den Elfen in Charanda erhalten. Oh, ich wünschte, ich könnte einmal dorthin reisen. Sie können sich gegen die Streitkräfte, die ihr Land zugrunde richten wollen, nicht alleine zur Wehr setzen. Oder so etwas in der Art. Ich bin mit diesen Dingen nicht sonderlich vertraut. Der Brief besagt, dass jeder Abenteurer bereits Ortskenntnisse von Charanda haben sollte, und es wird erbeten, dass ein Gildenmitglied sich auf die Reise begibt, um Unterstützung zu leisten. Seid ihr dazu bereit? Ja, also auch Charanda. Mal gucken, was noch alles kommt. So, du, Baumeisterin. Was hast du noch? Herausforderung. Halamvir, der Schmied. Einige meiner Arbeiter haben mir über etwas sehr Seltsames berichtet. Ein Feuerriese namens Halamvir wandert um die Festung herum und fordert meine Arbeiter zu kämpfen heraus, um seine neuen Waffen auszuprobieren. Zum Glück hat er noch keinen meiner Arbeiter getötet. Allerdings sind sie alle in einem ziemlich miserablen Zustand zurückgekehrt. Könntet ihr euch um diesen Feuerriesen kümmern, bevor er noch weitere meiner Arbeiter außer Gefecht setzt? Na klar, machen wir. Zack. Einmal Feuerriesen platthauen. So, du hast nix mehr für uns. Mhm, auch nix. So, jetzt sollte ich was spenden, ne? Und so richtig durch unsere Festung sind wir auch noch nicht durchgegangen. Machen wir mal. So, wer hat hier die Hirsche geparkt? Was tun Hirsche in unserer Festung? Okay, hier kann man sich laben. Hier gibt's eine Kristallkugel. Ihr schaut in die Kristallkugel und beginnt euch an Ereignisse zu erinnern, die sich zuvor in der Festung zugetragen haben. Ein neuer Anfang. Bilder vor euch. Was euch widerfahren ist, beginnen sich in der Kristallkugel zu formen. Die Belegschaft der Festung treffen. Ach, hier kann man die ganzen Filme wieder abspielen. Ah, gut. Das finde ich aber nett. Ein weiteres Mitglied der Gilde ist hier. Ich bin der Aufseher. Und hinter mir stehen meine Leute, die sich um die Festung kümmern. Ein neuer Anfang. Die unheimliche Erinnerung des Waldläufers. Na, sehen wir es jetzt komplett? Nee, ich glaube nicht. Ihr seid zurück. Wir haben einige Versorgungsgüter. Da war eine Frau, die einer Katze erzählte, dass jemand in der Festung... Oder war es ein Mann, mit einer gewesen seid? Ich wollte schon immer mal einen Mann mit einem Hamster sehen. Na gut. Also hier kann man die ganzen Videos angucken. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass es sowas gibt. So, Hirsche. So, hier ist was kaputt gegangen. So, ah. F drücken, um mit dem der Mimiker zu sprechen. Tja, heißt es der Mimiker oder das Mimik? Mimiker? So, aktuelles Ziel anzeigen. Mögliches Anzeigen, alle Anzeigen. Arbeitskraft, Gold. Contribute. Also beisteuern. Ach, hier kann man seine eigenen... Kürschner, Goldsucher, Polierer, Plattenschmied, Ausstatter. Okay.
Hier kann man seine Arbeiter also spenden. Wollen wir mal einen Gerber spenden? Das Schatzlager erhält 30 davon. Ihr erhaltet 6 davon. Abbrechen. Maximale Kapazität. Ja, komm, irgendwas spenden wir mal hier. Wir spenden... Was spenden wir denn? Wir spenden einen Polierer. Oh, ein Polierer gibt nur 5? Warum? Also einige Berufe geben mehr und andere weniger. Was ist denn, wenn ich hier so ein... Fußsoldat... Ein Söldner? Auch nur 5. Ah, wahrscheinlich... Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich Rang, ne? Gerber ist Rang 2. Nee, Rang 1. Hm? Gerber ist Rang 1. Na, was auch immer. So, weg mit dem Gerber. Jetzt haben wir ein Ziel erfüllt. Gold. Contribute. Ach so, hier. Also, Betrag mal 10.000. Wie viel wollen wir denn spenden? Vielleicht, keine Ahnung, 10? Okay, 10 Gold. Ruhm. Ich glaube, Ruhm brauche ich. Ruhm spende ich im Moment nicht. Die Juwelen. Überschüssige Ausrüstung. Oh je. Ich glaube, die. Die kann ich spenden. Astraldiamanten. Aha. Zahl mal 1000. Weil wir brauchen ja Schatzkisten. Wie viel spenden wir denn mal? Ich will nicht viel spenden, weil ich ja nicht weiß, ob ich das überhaupt weitermachen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Also 5000 Astraldiamanten spende ich mal. So, bitteschön. Was ist das hier? Schätze. Schätze der Tyrannei. Ah, ja. Ja, was spenden wir denn mal? Linus Gunst, Drachenhort mit... Eckzähne habe ich zu viele. Sagen wir mal 10 Eckzähne. Oh, die sind aber was wert, ne? 250 von diesen Belohnungsmünzen. Contribute. Gefrorene Schätze. Da spenden wir mal ein bisschen hier Münzen. Sagen wir mal 50. Feenanhänger. Halbmonde. Komm, 50. Dunkle Geschenke. Tajanische Schriftrollen. Sagen wir mal 10. So. Also die Schätze bringen hier ganz gut was, habe ich so das Gefühl. Fertig. So. Mehr wird nicht gespendet. Ah, hier ist Post und hier ist Gildenbank. Okay. Was ist dahinter? Kommt man da irgendwie hin? Keine Ahnung. So, hier. So, für die Liebe zur Festung abgeschlossen. Ausgezeichnet. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Mitglied der Gilde seid, dem zugetraut werden kann, auf Dauer hier zu bleiben. Da wir dies nun geklärt haben, sollten wir uns an die Arbeit machen. Okay, Quest abschließen. Festungsübersicht. Details.
Ah ja. Hier sieht man, ich habe schon ein kleines bisschen, ne? 10 von 100 Gold und 5 von 300 Astraldiamanten Truhen. So, beim Rest habe ich noch nix. Findet sich kein Bauwerk. Nebenhügel. Details zur leeren Parzelle. Es befindet sich kein Bauwerk auf dieser Parzelle. Sägemühle. Die Bäume hier sind nicht nur zahlreich, sondern ihr Holz eignet sich auch perfekt für die Zwecke eurer Gilde. Wo Kosten? Baumaterialien 50. Keine Ahnung, wie ich an die komme. Bauwerkdetails anzeigen. Ach so, okay. Also zuerst kostet sie 50 und dann kostet sie aber, naja, um einiges mehr. Fertig. Na gut, also 50 Baumaterialien. Na gut, okay. So. Jetzt haben wir ein paar Quests, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Oh je. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben keine Zeit mehr für die Quests. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise die Quests, die hier gemacht werden müssen. Wir müssen ja Monster töten und so. Das werden wir dann in der nächsten Folge hier machen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis bald.